Ich konnte schlecht Nein sagen, als Frau Klimpel mich hier eingeladen hat, etwas beizutragen. An dieser Stelle nochmal vielen Dank, weil es ein Thema ist, was, ich könnte es jetzt ganz einfach machen, was ich jetzt über die letzten anderthalb Tage hier gehört habe, was anscheinend sehr viele hier im Saal so empfinden, dass es vielleicht weniger Institutionen als auch als die Menschen sind, die das Problem sind. Mein Thema ist hier dennoch die Frage, ob das Recht so ein Problem, so ein Hindernis sein kann für Zusammenarbeit und Kooperationen. Und Museen finden sich hier oft in einer sehr ungemütlichen Situation wieder, von öffentlicher Hand betrieben, aber chronisch unterfinanziert, fühlt sich der Spielraum sehr eng an. Im Rücken sitzt vielleicht ein kommunales Rechtsamt, der Haushaltsausschuss, dann der Druck, zahlende Besucher anzulocken, Einnahmen zu generieren, das steigt auch alles. Und das sind alles gefühlt rechtliche, verwaltungsrechtliche, administrative Fesseln, Ketten. Auf andere Einschränkungen muss ich in diesem Kreis eigentlich gar nicht mehr hinweisen. Also wir haben jetzt gehört, es dauert 2 Jahre, Rechte auszuhandeln für eine virtuelle Ausstellung, Urheberrecht für die digitale Nutzung verwaister Werke ist nicht so normiert, wie es die Gedächtnisinstitutionen, wie wir es gerne hätten. Und so fühlen sich Sammlungen vom Recht an der Erfüllung ihres Auftrags durchaus auch gehindert. Und auf der anderen Seite setzen Museen ihrerseits Instrumente des Urheberrechts ein, beispielsweise um eine Nutzung ihrer Sammlung zu erschweren oder sogar ganz zu verhindern. Also scheint es da doch auch Spielräume oder Optionen zu geben. Und so wird oft übersehen, dass das Recht keineswegs immer nur alternativlose Entscheidungen vorgibt, sondern durchaus auch Spielregeln für unterschiedliche Spielzüge. Also wenn ich jetzt in 2 Sätzen den Vortrag zusammenfassen müsste, würde ich jetzt auch sagen, ja, es kommt auch auf die Personen wieder an, die das Recht interpretieren und anwenden und ihm eine Gestalt geben, etwa in Form von Verträgen. Und so werde ich 2 Abschnitte hier vorstellen mit einigen Beispielen zur Teilhabe, Museen als Plattform im Verhältnis von Museen und ihren Besucherinnen und Besuchern, den Nutzern. Einen Teil zur Zusammenarbeit von Museen als Partnern, Partner für andere Institutionen und einem Fazit, was jetzt so ein bisschen nach Bundespräsident für Arme klingt, Freiheit und Verpflichtung. Aber ich denke, es wird klar werden, was ich damit meine. Zunächst mal ein Fall, der hier, denke ich, auch kaum weiterer Erwähnung bedarf, aber ein guter Einstieg aus der jüngeren Zeit, der wohl das Worst Case des Verhältnisses zwischen Museen und Nutzern darstellt. Die Tatsache, dass die Mannheimer Museen vor Gericht zogen, machte internationale Schlagzeilen, wie hier auf der Seite einer US-amerikanischen Internetseite. Betroffen waren Abbildungen von Objekten, die an sich nicht mehr urheberrechtlich geschützt sind, also gemeinfrei sind. Die Museen beanspruchten allerdings das Urheberrecht an den Abbildungen per se und sahen dieses Recht an den Abbildungen verletzt. Die Vorlagen für die Scans stammten aus einem Katalog, den die Reichs-Engelhorn-Museen 1992 publiziert hatten. Und ein Wikipedia-Nutzer hatte diese Vorlage in den Metadaten seines hochgeladenen Scans auch offengelegt und genannt. Es muss jetzt offen bleiben, ob der Fall sich anders entwickelt hätte, wenn diese Angabe unterblieben wäre. Denn es ist oft bei Reproduktionsabbildungen, wenn sie denn gut genug sind, nicht möglich, eine bestimmte Vorlage eventuell gerichtsfest zu identifizieren. Es ist rechtlich umstritten, ob Reproduktionsfotografien gemeinfreier, zweidimensionaler Werke ihrerseits urheberrechtlich geschützt sind. Die Lage ist auch in den USA mit der Fair Use Exception eine andere, als hier diskutiert wird.
Sie ist in Großbritannien dabei, sich zu liberalisieren im Sinne einer noch laufenden europäischen Harmonisierung des Originalitätsanspruchs von Fotografien. Ich bin gespannt, was davon nach dem Brexit übrig bleibt. Für solche Reproduktionen muss in jedem Fall ein beachtlicher technischer Aufwand betrieben werden, der kostet, das ist auch klar. Und andererseits ist eine Reproduktionsfotografie per Definition nicht originell, was hier zu den grundlegenden Eigenschaften eines zu schützenden Werkes gehört in Deutschland. Wenn eine Reproduktion originell ist, ist sie eine schlechte Reproduktion. Ich kann hier nicht auf sämtliche Einzelheiten dieses Problems eingehen. Es spricht sehr viel dafür, dass eine gescannte Katalogfotografie nicht als Werk im Sinne des Urheberrechts geschützt ist. Es gibt in Deutschland dann noch die Spezialität des einfachen Lichtbilds, was geschützt ist, obwohl es nicht originell ist. Es handelt sich hier bei den Reproduktionen in jedem Fall um solche, denen es an Originalität als Ausdruck individueller Kreativität mangelt. Es gibt nun zu dieser Rechtsfrage in Deutschland laufende Gerichtsverfahren, die durch die Mannheimer Museen angestoßen worden sind. Bislang liegt noch keine höchstrichterliche Entscheidung vor. Worauf es mir hier aber ankommt, ist der Punkt, dass das Recht auch in dieser unklaren Situation niemanden zwingt, den Standpunkt, auch als Museum nicht, den Standpunkt der restriktivsten Interpretation einzunehmen. Ein Museum hat die Freiheit, auf die Exklusivität seiner Reproduktionsfotografien zu verzichten und diese Inhalte freizugeben. Der Fotograf sollte vielleicht fair bezahlt werden für die Dienstleistung, die er erbringt. Die Rechte sollten dann auch übertragen werden, damit sie freigegeben werden können an die Institution. Das sind Dinge, die in Arbeitsverträgen geregelt werden können. Und das Spektrum verfügbarer Lizenzbausteine lässt sich differenziert anpassen. Also die Creative Commons Lizenzen stehen hier zur Verfügung. Als Feind, das ist jetzt so eine kleine Fußnotenschleife, als Feind der Kultur wird dabei oft die kommerzielle Nutzung ausgemacht. Und ich weise auf eine Broschüre hin, die in dem Konferenzbügel, würde man auf Rheinisch sagen, dem Täschchen, beiliegt von Paul Klimpel zu Folgen, Risiken und Nebenwirkungen der Bedingung nicht kommerziell beim Einsatz der Creative Commons Lizenzen. Nach dessen Lektüre, ich denke vielleicht, damit sind wir wieder bei der Psychologie, wäre etwas nützlich für Museen und andere Sammlungen, etwas einzurichten wie eine Lizenz, die kommerzielle Aktivitäten, Nachnutzungen erlaubt, solange sie gemeinnützig sind. Das würde vielleicht aber dieses System über den Haufen werfen, aber es ist etwas, über das ich gerne weiter nachdenken würde, weil die Binnendifferenzierung des Merkmals kommerzielle Nutzung doch nicht sehr ausgeprägt ist und wir brauchen aber hier eine größere Differenzierung, um die Angst auch abzubauen, Dinge freizugeben. So möchten, das wird jetzt sehr konkret, so möchten auch die Reis-Engelhorn-Museen ausweislich ihrer Pressemitteilung zu den anhängigen Verfahren vor allem solche Angebote wie dieses hier verhindern. Museen fühlen sich oft berufen, die Integrität ihrer Künstler, ihrer Werke, ihrer Objekte zu schützen, vor allem gegen die Nutzung zu Merchandising-Zwecken. Aber das ist keine realistische Perspektive. Ein freier Zugang ist auch immer ein Zugang zu Unternehmen und Unternehmungen, die nicht zu 100% geteilt werden und unterstützt werden müssen. Die Freiheit ist hier zunächst mal die Freiheit des anderen und es ist auch eine Freiheit zur wirtschaftlichen Betätigung. Das ist im Übrigen eine Kategorie, die diejenige der Relevanz, auf die gestern auch sehr vehement hingewiesen wurde, durchaus mitprägt. Wenn mehr Leute wissen, wie Richard Wagner aussah, ist das eigentlich gut. Und wenn sie über den Kauf von Unterwäsche erfahren, wie Richard Wagner aussah, ist das schlecht? Es wird noch komplizierter. Einen zweiten Blick auf den Anbieter oder die Anbieter dieser Kollektion macht die Einschätzung noch schwieriger. Ein Ehepaar aus den USA muss sich sein soziales Netz teilweise selber knüpfen und will etwas dazu verdienen, mit gemeinfreien Abbildungen. Soll jetzt die Remonopolisierung gemeinfreier Werke dies verhindern?
Teilhabe und Zugang zum kulturellen Erbe bedeutet, dass Museen sich bis zu einem gewissen Grad auch dieser Realität stellen müssen und ihre Sammlungen nicht nur als geistige, sondern auch als ökonomische Ressourcen für die Allgemeinheit wahrnehmen. Es sind aber darüber hinaus auch Ressourcen für das eigene Haus und für die eigene Sammlung. Statt zu klagen, hätte das Reichs-Engelhorn-Museum selbst Richard Wagner-Tassen und Wäsche anbieten können. Es ist nicht schwierig, ansprechendere Produkte zu designen als die hier gezeigten. Unter dem Strich hätte dadurch auch höhere Einnahmen generiert werden können als durch die Verfolgung umstrittener Bildrechte. Und das ist ein Spielraum, bei dem es eigentlich um ökonomische Spielräume geht, die sehr eng sind für Museen, die aber in einen Mantel des Rechts gekleidet werden, das dadurch Probleme lösen soll, das Urheberrecht, die eigentlich keine urheberrechtlichen Probleme sind. Denn diese alten Werke sind gemeinfrei und die Ebene der Reproduktionsfotografie und der Rechte daran ist letztlich aus ökonomischen Gründen dazwischen gezogen worden, die hier nicht zum Erfolg führen. Und Ähnliches gilt für Fotografieverbote. Auch da ist das Museum selber in der Position, eigenes Recht zu setzen, das Hausrecht selbst zu setzen. Es gibt Einschränkungen, die der Sicherheit der Besucherinnen und Besucher dienen, also dass man jetzt nicht mit einem Stativ rumhantiert oder mit einem Selfie-Stick dann zurücktritt und in die Vase fällt und all diese Sachen. Das ist sehr sinnvoll im Sinne des Erhalts der Sammlungen, diese Dinge zu verbieten. Dazu zählt auch das Blitzlichtverbot bei lichtempfindlichen Gegenständen. Ein allgemeines Fotografieverbot ist schon schwieriger zu begründen, aus konservatorischen Gründen. So ein Verbot mag zu Ausleihbedingungen von Privatsammlern gehören. Es kann auch ein Instrument sein, bestehende Urheberrechte von nicht gemeinfreien Werken, die ausgestellt werden, leichter durchzusetzen. Aber an sich ist die Privatkopie ja zulässig. Und ein Fotografieverbot schränkt diese Position, die auch zu der den Ausnahmen des Urheberrechts zählt, ein. Vielleicht sind Museen hier auch ängstlich, aus einer Befürchtung in Mithaftung genommen zu werden, wenn was passiert. Aber es ist bisher noch nichts passiert. Ein Skizzierverbot, wie hier gezeigt, ist deshalb auf jeden Fall exzessiv. Und Museen, die ihre Benutzerordnungen selbst formulieren, haben hier die Möglichkeit, Dinge anders zu machen und Freiheiten zu gewähren und Zugang zu gewähren. Im Einzelfall ist es ein Wissen, was mit den Rechtsämtern oder dem Kulturamt vielleicht diskutiert werden muss, wenn diese Ordnungen dann in einer Gemeinde anderswo formuliert werden. Die Gegenbeispiele gibt es auch genug, also das Rijksmuseum wird immer wieder genannt, es ist gestern auch genannt worden. Das Metropolitan Museum hat dieses Jahr seine Sammlung Open Access gestellt. Und jetzt sagen vielleicht viele, das sind so große Institutionen und die haben vielleicht auch ein eigenes Justiziariat und die können irgendwie die Bildrechte prüfen und es dauert nicht 2 Jahre und wir müssen es nicht den Nutzern irgendwie überlassen. Aber es gibt auch Möglichkeiten, und dann sind wir jetzt schon beim zweiten Block, die Möglichkeit, solche Dinge in Zusammenarbeiten zu klären und sich zusammen auf zugänglichere Modelle der Vermittlung eigener Sammlungen einzulassen. Hier ist ein Beispiel, was ich rausgesucht habe, des schwedischen Museums Skokloster. Das ist ein Museum in einem administrativen Verband dreier Museen, die daran arbeiten, ihre Sammlungen digital zu dokumentieren und nutzbar zu machen. Und hierzu teilen sie unter anderem eine Datenbank. Es gibt andere Möglichkeiten, solche Zusammenarbeiten zu machen. Wenn wir jetzt nochmal auf das deutsche Kommunalrecht eingehen, wäre die Gründung eines Zweckverbands eine solche Möglichkeit, das zu tun. Ich hätte gerne noch so ein Beispiel aus Coburg gebracht, aber das war hinter einer Paywall, dieser Zeitungsartikel. Deswegen kann ich Ihnen jetzt nur sinngemäß die
Schlagzeile sagen, dass so ein Zweckverband die Einrichtung, den Betrieb verschiedener Museen dort gerettet hat. Solche Kooperationen sind, wie hier auch genannt und benannt in Skokloster. Das sind teilweise projektbezogene Zusammenarbeiten, etwa zur Erforschung von Sammlungsbeständen. Etwa wie hier sind viele polnische Bücher in den Museumssammlungen. Das hat historische Gründe. Und die werden dann zusammen mit Partnerinstitutionen, etwa in Warschau, Krakau, aber auch dem Slawistischen Institut der Stockholmer Universität, näher erforscht. Kooperationen sind auch dann sinnvoll, und das ist etwas, worüber wir gerade schon etwas gehört haben, wenn heterogene Sammlungen zu betreuen sind. So unterscheidet die Digitalisierung ontologisch tatsächlich nicht fundamental zwischen einem Buch und einem Kunstwerk. Hier ist dieses Museum sowohl ein historisches Museum als auch ein Kunstmuseum und besitzt darüber hinaus noch eine historische Bibliothek. Und die Erschließung wird dann am wirksamsten sein mit jeweiligen Verbundpartnern, um diese Objekte innerhalb der jeweiligen Kulturen, Bibliothekskatalogen, Verbundportale sichtbar und suchbar zu machen. Dazu, es ist ein kleines Museum, werden höhere Auflösungen tatsächlich an andere Plattformen als Kooperationspartner übergeben und sind dort abrufbar. Also über die eigene Webseite sind Auflösungen von bis zu 1000 Pixel hier drin, wie hier der ikonografisch der Tagung angemessene Bibliothekar. Aber die Daten werden über das Google Art Project, die Commons und die Europeana tatsächlich dann auch weiterverbreitet und weiter erschlossen, sodass auf der entsprechenden Seite in der schwedischsprachigen Wikipedia, aber die Bilder sind alle in den Commons hochgeladen, ich extrem hoch aufgelöste, schwere TIFF-Dateien mit der Rückseite, mit UV-Licht, also mit Forschungsergebnissen aus diesem Museum. Auch das, ja, ein kleines Museum kann, auch wenn es kein Forschungsmuseum ist, forschen und diese Forschung in so einem Verbund sichtbar machen, das alles anschauen. Das kann ich natürlich nicht, wenn ich der Meinung bin, dass meine Reproduktionsfotografien urheberrechtlich geschützt sind und niemand sie haben darf. Aber das ist die Entscheidung, wie ich hier das Recht, die bestehenden Urheberrechte tatsächlich interpretiere. Und es ist eine Situation, in der ich dann als Institution Farbe bekennen muss. Für die Zusammenarbeit zwischen Institutionen ist vielfach vorgebracht worden, dass die Rechtsform der Institution selbst auch ein Hindernis ist. Das ist etwas, also was ich noch in meiner juristischen Ausbildung als sogenannte Flucht ins Privatrecht gelernt habe. Und tatsächlich hat Ende der 90er das Handbuch des Museumsrechts hier die verschiedenen Möglichkeiten in so eine Art Stammbaum übersetzt, wo die unterste Zeile mehr oder weniger von links nach rechts durchgehend einen größeren Spielraum, eine größere Bewegungsfreiheit, Verträge abzuschließen und damit auch Kooperationen abzuschließen, darstellt zwischen dem Regiebetrieb, der von der Gemeinde ganz abhängig betrieben wird, als eine eigene über die unselbstständige Stiftung, Kommunalunternehmen als Anstalt, die dann vom Landesgesetz gegründet oder vorgesehen werden müssen, über privatrechtliche Formen wie die GmbH oder auch die Aktiengesellschaft. Und vor dem Abschluss hier, es gibt tatsächlich das ganze Spektrum dieser verschiedenen Rechtsformen und gerade in Köln ist das eine Beispiel die Umwandlung des Wallraf-Richartz-Museums in einen Eigenbetrieb, genau mit dem Zweck, flexibler zu werden und bestimmte kommunalrechtliche Fesseln zu sprengen. Das Ganze wird mittlerweile als eine Erfolgsgeschichte angesehen, hat allerdings auch nicht dazu geführt, dass das Museum Ludwig, also Disclaimer, ich habe 3 Monate als Rechtsreferendar am Museum Ludwig verbracht. Das Museum Ludwig hätte das gerne auch gemacht, aber hat bis heute nicht die entscheidenden Gremien, den Rat, überzeugen können, es dem Wallraf-Richartz-Museum gleich zu tun.
Und in der Tat sind da im Alltag Friktionen in der Verwaltungsorganisation festzustellen, die dann solche Kooperationsanbahnungen und Verträge wahnsinnig in die Länge ziehen. Und das ist etwas, was hier auch wiederholt bei den Berichten aus den Werkstätten der verschiedenen Zusammenarbeiten hier immer wieder vorgetragen wurde, gestern und heute. In Hamburg Stiftungen, private und öffentliche, mit der Folgefrage, dass eine Stiftung auch finanziell auskömmlich ausgestattet werden muss, damit sie wirklich funktionieren kann. Es ist auch hier wieder so, dass die Rechtsform an sich noch nicht das für die Operation notwendige Geld direkt mit beschließen kann. Und schließlich in Bonn die Kunst- und Ausstellungshalle der Bundesrepublik, die sinnigerweise als GmbH gegründet wurde, wahrscheinlich genau mit dem Hintergedanken, möglichst flexible Verträge schließen zu können für einen Ausstellungsbetrieb, der international vielleicht auch ein bisschen schnelllebiger ist, als dass wir jetzt 2 Jahre auf die Rechtevermittlung für eine virtuelle Ausstellung warten können. Eine historische Fußnote, Gründung als Aktiengesellschaft. Ja, das Museum der Bildenden Künste ist damals vom Kunstverein auf Aktien gegründet worden, Mitte des 19. Jahrhunderts. Was machen wir jetzt daraus? Bei dieser sehr skizzenhaften Rundumschau zur Rolle des Rechts als Hindernis oder als Konstruktionsmöglichkeit, als Instrument, werden wir wieder auf den Einzelfall zurückgeworfen, auf die einzelnen Institutionen, auf die Empirie und den Zufall. Wenn ich es versuche zu sortieren und denke, es kommt auf das Selbstverständnis an, mit dem Institutionen operieren, dann ist für mich der größte Unterschied der von haben oder besitzen und tun. Ich muss also wissen, wie ich mich verstehe. Habe ich in erster Linie was? Also preußischer Kulturbesitz? Zwinker, zwinker. Oder möchte ich etwas tun? Möchte ich Zugang schaffen? Möchte ich, dass meine Nutzer, meine Partner, die Öffentlichkeit, die Wissenschaft etwas mit diesen Sammlungen tun und handeln? Und ich zeige jetzt gleich 2 Urlaubsbilder, die das Ganze visualisieren werden. Und zwar war ich jetzt mit meinen 3 kleinen Töchtern und meiner Frau, wir waren zusammen in Urlaub. Und das war schon, nachdem ich die Einladung hier bekommen hatte, also habe ich ständig irgendwie drüber nachgedacht, was ist mit Museen und mit Teilhabe und Zugang. Wir saßen am Strand, ja, und die 2-Jährigen kloppen sich um Wasser. Nein, du darfst nicht Wasser von mir. Das Meer war 10 Meter entfernt. Ich denke, okay, das ist Haben. Das ist Besitz. Und das, beim anderen Mal waren wir auf dem Spielplatz und die 5-Jährige hat der 2-Jährigen diese Wahnsinns-Hüpfe, aufblasbare Rutsche hochgeholfen, das, was sie allein nicht konnte. Aber es hat geklappt, weil die beiden sich geholfen haben. Also ich helfe dir darauf. Ich mache mit dir was zusammen. Das ist Tun. Das ist Handeln. So, und jetzt ist eigentlich keine Frage mehr, auf welcher Seite wir stehen wollen. Wir müssen also als Institutionen, wenn wir sagen, wir sind Museen, wir sammeln, bewahren, forschen, vermitteln, das ist schon die Quadratur des Kreises, plädiere ich dafür, das Bewahren durch ein Element des Erschließens anzureichern, sodass diese Quadratur vielleicht auch besser gelingt. Und im Endeffekt läuft es darauf hinaus, wir müssen die Vertragsfreiheit nutzen, die das Recht uns gibt. Wir haben immer noch eine Autonomie in dem, was wir tun, und wir können versuchen, institutionelle Spielräume zu erweitern. Es ist keine leichte Sache, das haben wir hier aus den ganzen Berichten gehört. Es dauert, aber es gab diesen Slogan, der Weg lohnt sich, auch wenn es dazwischen ist, compliqué toujours. So ist es. So, gibt es hierzu Fragen? Wenn es Fragen gibt, möchte ich Sie bitten, einen kurzen Moment zu warten, bis das Mikrofon bei Ihnen ist. Ulf Prost, Koningsstab.
Ja. Auf Postkoordinierungsstelle Brandenburg Digital. Kleine Frage, Sie hatten es angesprochen, dass die verschiedenen Formen der Rechtsformen der Einrichtungen, führt nicht der Weg in die Privatisierung oder in die privatrechtlichen Situationen noch stärker zu einem Finanzierungsdruck, also quasi Formen der Finanzierung, wenn es privater aufgestellt ist? Ich habe zwar mehr Möglichkeiten vielleicht an Sachen sozusagen mich zu beteiligen, weil ich sozusagen nicht immer ständig mit der Stadt mich vielleicht mit allem absprechen muss, je nachdem wie es geregelt ist, aber am Ende muss alles bezahlt werden. Und also gerade vor dem Hintergrund eben der Lizenzen und der anderen Sachen, also wie sozusagen steigt tatsächlich mit dem Grad der Privatisierung auch der Grad der Refinanzierung durch die eigenen Sachen und sozusagen bauen wir da schon wieder die nächsten Schranken ein für den Zugang? Ja, also das ist mit Sicherheit ein Risiko und das Argument wäre dann ja auch, wenn ich jetzt privat eine private Institution bin oder eine Firma bin, dann agiere ich plötzlich, also per Definition gewinnorientiert, dann bin ich in dieser Kommerzialisierungsgeschichte wieder drin, dann kriege ich wieder die Lizenzen nicht, die ich vielleicht sonst bekommen hätte, weil sie irgendwie für nicht, also Non-Profit-Organisationen billiger wären oder frei wären. Ja, also das, denke ich, muss man im Einzelfall aufpassen, auf jeden Fall. Es gibt aber, das ist jetzt auch so ein bisschen hypothetisch, es gibt ja auch so Konstruktionen etwa wie die gemeinnützige GmbH zum Beispiel, die versuchen, das auszutarieren zwischen den privatrechtlichen Möglichkeiten, sich an einem Markt der Kulturgüter zu beteiligen und gleichzeitig klar machen, das ist trotzdem Non-Profit. So dass dann, das liegt ja letztlich dann auch an den Kommunen, wie sie das aus- oder umgründen, und dem Commitment, das ist, denke ich, auch wichtig. Da kann ich viel in eine Satzung reinschreiben, aber wir haben jetzt an den Diskussionen um die Hamburger Kunsthalle gesehen, dass es eben, dass die Rechtsform alleine auch nicht unbedingt weiterhilft. Also klarer Fall, es ist eine Flag, die auf jeden Fall gehisst werden muss als Risiko. Ja, vielen Dank für den interessanten Vortrag. Ich habe zwei Fragen. Also zum einen, es gibt ja immer gute Vorbilder und Nachahmer. Wie sehen Sie das jetzt, wenn eine Gedächtnisinstitution mit positivem Beispiel vorangeht und eben wirklich nicht haben, sondern tun macht? Meinen Sie, da besteht eine Chance, dass Sie den anderen gleich folgen werden oder sind Sie da eher pessimistisch? Das ist die eine Frage. Die andere Frage vielleicht noch kurz hinterher. Es gibt ja auch viele, die versuchen, über Gebühren Einnahmen dann zu generieren und je nach Auflage, wie es weiter genutzt wird, das eventuell zu steigern oder auch kostenlos anzubieten. Was halten Sie denn von dem Modell eigentlich? Ist es in der Form überhaupt zulässig oder muss man es einfach komplett von der anderen Frage trennen, von der urheberrechtlichen Frage? Ich frage mich nämlich eben wirklich immer, ob die Gedächtnisinstitutionen verstanden haben, dass es kein Selbstzweck ist, sondern dass sie ja wirklich die Kultur der Öffentlichkeit präsentieren sollen und sich nicht damit gerade finanzieren sollen. Mhm. Also für beide Fragen lohnt es sich, auf das British Museum hinzuweisen, wo Anthony Griffiths damals das hat durchrechnen lassen. Wie viel Einnahmen bekommt das British Museum durch die Rechteverwertung, die Lizenzen, auch das ganze Nachhalten? Also das kostet ja auch Personal. Und die Rechnung hat dann ergeben, dass sie es freigegeben haben. Ja, und es gibt dann auch, also unter dem Stichwort Aufmerksamkeitsökonomie, eine Art von Einnahmen, die sich vielleicht nicht sofort, aber mittelfristig dann bemerkbar macht. Auch wieder ein Beispiel, ich habe längere Zeit in Glasgow gearbeitet und die dortigen Universitätssammlungen waren phasenweise so restriktiv mit Abbildungen ihrer eigenen Bestände, dass dann etwa für Druckgrafik, es kann auch bei Druckgrafik manchmal kompliziert sein, dass wir dann ans British Museum gegangen sind, was zur Folge hat, dass in Aufsätzen über Künstler, die in den Universitätssammlungen dort zu sehen sind, dann Illustrationen aus London, also und ich sage nur Schottland, England, all diese Sachen, die dazu passen, abgebildet wurden. Und so schneidet man sich, also man schießt sich selber in den Fuß, um jetzt das unidiomatisch ins Deutsche zu übersetzen. So, dass ich glaube, ja,
Die Beispiele sind wichtig und selbst wenn die ersten Ermüdungserscheinungen im ständigen Hinweis auf das Rijksmuseum vielleicht jetzt schon einsetzen, aber das funktioniert ziemlich gut. Also ich habe jetzt noch nicht gelesen, dass die irgendwie aufhören möchten oder sagen, ach, war ja doch eine schlechte Idee. Von daher, ja, wir brauchen mehr Beispiele und vor allen Dingen brauchen wir die Erfolgsgeschichten dieser Beispiele. Es gibt aus dem amerikanischen Bereich erste Untersuchungen von Stiftungen, also der Kress Foundation beispielsweise, die Interviews gemacht haben, die versucht haben, das zu evaluieren, was passiert, wenn Museen ihre Bestände freigeben. Und ich glaube, es war ein Museum aus Baltimore. Und die haben gesagt, ja, wir hatten immer Angst, die Kontrolle zu verlieren. Und jetzt haben wir die Kontrolle verloren und das ist das Beste, was uns passieren konnte. Ja, vielen Dank für Ihren interessanten Vortrag. Eine Frage, Sie sind, glaube ich, ein bisschen darauf eingegangen, inwiefern glauben Sie, dass es auch so eine gewisse institutionelle Trägheit, und ich denke ja jetzt an die Juristen in den Einrichtungen, Lizenzierung kennen wir seit Jahren, Umgang mit Medien, Leuten, die lizenzieren selbst, also inwiefern ist es auch eine Frage des Wandels in den Köpfen der einzelnen Personen, ich denke besonders an die Leute in den Rechtsreferaten und falls die überhaupt gibt, also das sind ja oft allgemeine Justiziare, die alles machen und ist das ein Problem aus Ihrer Sicht? Im Hochschulbereich ist das bekannt als Problem. Das ist ein sehr großes Problem, also juristenweit, ich sag mal ja, die müssten alle nochmal Kunstgeschichte machen und so, aber vielleicht braucht das auch unkonventionelle Arten der Sensibilisierung. Also wenn ich ein Jurist einer Gemeinde bin, ja, vielleicht war ich noch nie in meiner eigenen Gemeinde im Museum, wenn ich im Rechtsamt arbeite. Geht hin. Und also das sind, ja, also es ist dann wie mit den Kindern, ja, man muss sie irgendwie damit vertraut machen und dann auch damit vertraut machen, dass es bestimmte Probleme gibt und dann aber auch mit der eigenen Möglichkeit, an diesen Dingen etwas zu ändern, vertraut machen. Und das ist wie jeder Erziehungsauftrag ein sehr langfristiger, aber every little helps. Also jeden kleinen Schritt, der da zu gehen ist, ja, den würde ich dann gehen und schleppt die Leute ins Museum, zeigt ihnen, was ist, zeigt ihnen, wie man irgendwie was machen kann mit den Sammlungen, zeigt ihnen, was es mit ihnen selber zu tun hat, denn es geht hier um kulturelles Erbe, das ist unser Erbe und es geht nicht um eine Erbengemeinschaft, in die man da irgendwie, die man auseinandersetzen möchte. So, die letzte Frage bitte, bitte auch eine kurze Antwort. Lieber Griese vom Stiftung Haus der Geschichte, also ich stehe natürlich für ein zeitgeschichtliches Museum, wo die Entscheidung, ob wir uns auf Reproduktionsrechte berufen oder nicht, sich nicht stellt, sondern wir tatsächlich mit dem Urheberrecht bei jedem einzelnen Objekt kämpfen. Aber meine Frage geht in eine andere Richtung, weil Sie sagen, es ist gut, die Kontrolle aufzugeben. Wir haben natürlich auch das Problem, wir haben viele Objektgeber oder Schenker, die noch leben, mit denen wir Verträge machen, die auch eine bestimmte Vorstellung haben, wie ihre Objekte genutzt werden. Da ist es nicht so einfach zu sagen, wir geben die Kontrolle auf. In welchem Kontext können die Objekte genutzt werden, können wir nicht mehr kontrollieren, weil wir das oft auch vertraglich so geregelt haben. Also ich wollte einfach diesen Aspekt nochmal mit reinbringen, dass es nicht unbedingt immer nur die Entscheidung des Museums ist, so eine programmatische Entscheidung, sondern dass man schon mal so ein bisschen genauer hinsehen muss. Nein, ich habe die Beispiele ja auch bewusst aus dem Bereich der gemeinfreien Kunst genannt und also allein bei einem zeitgeschichtlichen Museum, ich habe jetzt nichts über Persönlichkeitsrechte gesagt, es gibt da die Fotografien, es gibt dann schätzungsweise die Personen der Zeitgeschichte, bei denen es wieder anders ist als bei Beifang oder Street Photography, alles Themen, über die man jetzt auch noch sprechen könnte, wenn man das ausstellt. Das ist klar, dass es da komplexer ist. Eventuell, aber das ist eben auch wieder eine sehr aufwendige Sache, lohnt es sich dann mit den betroffenen Personen als Leihgebern nochmal zu sprechen. Es lohnt sich immer, mit Menschen zu sprechen. Aber mir ist auch klar, dass sie das nicht mit irgendwie 500 Leuten rund um die Uhr machen können und dass das auch keine Institution machen kann. Also wir werden das Problem sicher nicht einfach durch das Ignorieren von bestehenden, durchaus ja auch bestehenden Rechten wie Persönlichkeitsrechten lösen können. Mein Punkt war, in den Bereichen, wo wir diese Manövrierfähigkeit haben,
Da muss keine Institution sich auf den restriktivsten Standpunkt stellen, weil das ist letztlich dann das Argument, weil es letztlich dem Auftrag, auch dem öffentlichen Auftrag, aus meiner Sicht zuwiderlaufen würde. Das könnte man jetzt mit Verhältnismäßigkeitserwägungen noch anreichern, aber es wird dann sehr juristisch. Okay, vielen Dank, Herr Petri.